Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Kapitelmarken findet ihr in der Videobeschreibung oder eben auch in der Kapitelmarke. Ich bin ein bisschen heiser, das hat sich so im Laufe dieser Folge so ein bisschen gesteigert, deswegen ist meine Stimme ab und an vielleicht mal ein bisschen komisch, also komischer als sonst, wundert euch da nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschalten. Jetzt geht's erstmal los mit Bielefeld gegen Wolfsburg. Arminia Bielefeld hatte nicht lange Zeit, sich auf dem 3:3 gegen den FC Bayern München auszuruhen. Das war beeindruckend, aber heute am Freitagabend steht dann das nächste schwere Spiel auf dem Plan. Der VfL Wolfsburg in den grünen Trikots zu Gast. Die Wölfe sind momentan auf dem besten Weg in die Champions League reinzukommen. Und hier hatten sie eine riesengroße Möglichkeit, die von Ortega aber pariert werden konnte. Mit dem Fuß ist er da dran, das 1:0 für die Gäste schon durchaus darstellbar. Und weiterhin nur die Wolfsburger mit Wout Weghorst, der sieht Schlager und der macht es besser. 16. Minute, das 1:0 für die Gäste, auch vollkommen verdient zu diesem Zeitpunkt. Arminia Bielefeld in der Defensive auch immer wieder anfällig. Nach vorne, dann lange Zeit, aber Sendepause. Hier Vlapp, der hatte getroffen gegen den FC Bayern München. Hier wieder in Erscheinung mit Klos im Zusammenspiel. Vlapp zu Klos. Und der Ausgleich in der 43. Minute, das musste man schon mit höchster Anerkennung zur Kenntnis nehmen. Das war von Arminia Bielefeld geduldig gespielt, auf die Möglichkeit gewartet und in der 43. Minute konnten sie dann in Person von Fabian Klos zuschlagen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der VfL Wolfsburg vor allem defensiv auch sehr überzeugend. Zuletzt auch beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach wieder relativ wenig zugelassen. Hier dann mal so eine Halbchance, aber das war nicht mal ein richtiger Torschuss, auf den sich Castells da schmeißt. Ist natürlich alles ohne Probleme für ihn zu bereinigen. Knappe Viertelstunde noch auf der Uhr. Wolfsburg wollte natürlich mehr. Hier ist ein Dreier eigentlich Pflicht, um den Champions League Platz zu festigen. Arnold mit Weghorst, Paulo Ottavio, da setzen sich die Wölfe vorne fest. Arnold nochmal, wo bleibt die Lücke? Da ist sie zu Gerhard, aber der kommt nicht durch. Dann aber doch im zweiten Versuch mit dem rechten Fuß. Aber Ortega ist da und macht es wieder gut. Ein guter Stefan Ortega, der rettet einem auch mal Punkte. Das letzte Zeichen kam aber von Bielefeld und was für eins. Prietl zu Kunze. Da ist die Chance, die riesige Chance für Vlapp. Aber Kuhn Castells macht es seinem Gegenüber gleich in der 86. Minute. Pariert diesen Ball mit Bravour und hält das 1:1 fest. Ein Ergebnis zum Auftakt in den 22. Spieltag, womit die Gastgeber wohl besser leben können, aber der VfL Wolfsburg, er befindet sich trotzdem auf einem guten Weg. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Vier Partien haben wir heute auf dem Plan, unter anderem hier im Breisgau der SC Freiburg, der den ersten FC Union Berlin zu Gast hat. Beide Mannschaften am vergangenen Wochenende torlos 0:0. Freiburg in Bremen und Union zu Hause gegen Schalke. Das dürfte auch hier wieder eine ausgeglichene Sache werden. Ist das in Stuttgart denn auch so gesehen? In Stuttgart sieht man das möglicherweise auch so. Wir sind aber in Köln gegen Stuttgart. Und der erste FC Köln ist hier doch leichter Außenseiter, wenngleich zu Hause ein bisschen mehr immer funktioniert. Stuttgart auswärts zwar gut ist, aber auch in den letzten Wochen nicht mehr ganz so abliefern konnte. Wird also auch hier eher ein ausgeglichenes als ein deutliches Spiel. Kann man relativ sicher sein. Ab nach Gladbach. Hier in Borussia Mönchengladbach sind die Karten eigentlich anders verteilt. Und zwar in Richtung Borussia Mönchengladbach, in Richtung der Gastgeber. Aber der erste FSV Mainz 05 unter Bo Svensson können sie langsam wieder auf
keimen und das 2:2 zuletzt auch ein Willensakt gegen Leverkusen. Also Gladbach ist hier auf jeden Fall gewarnt und nichtsdestotrotz sind die Fohlen der klare Favorit. Und jetzt kommen wir zum Spiel des Samstagnachmittags, schlechthin das Topspiel zur Nicht-Topspielzeit. Frankfurt gegen Bayern, die beiden Mannschaften, die hier aufeinander prallen, finden sich auf Platz 3 Frankfurt und auf Platz 1 Bayern München wieder. Aber die Münchner zumindest zuletzt kleine Schwäche gezeigt. 3:3 gegen Bielefeld. Schauen wir mal, wie sie sich heute dann gegen Frankfurt schlagen. Die Eintracht ist hier ziemlich siegessicher. Wir starten hier in Freiburg mit der Konferenzanstoß für die in Rot gekleideten Gastgeber. Der SC steht sicher im Tabellenmittelfeld und ganz eventuell kann man da sogar an die Europa League-Plätze anklopfen. Davon will man sicherlich nichts hören, vor allem nicht Christian Streich. Aber am Ende wird man das Maximum rausholen wollen. Und da ist auch ein Sieg heute gegen Union Berlin erstmal nicht unmöglich und vor allem wäre er auch hilfreich. Das sind die ersten Eindrücke von hier aus dem Schwarzwald. Gehen wir nach Köln, wo der VfB Stuttgart so langsam wieder in die Spur finden muss. 10. Platz, immerhin aber auch noch 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also eine ganz große Gefahr Richtung Abstieg oder so geht für die Gäste hier überhaupt nicht von aus. Für den 1. FC Köln hingegen ist es eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Da waren die Punkte in Gladbach doppelt und dreifach wichtig. Letzte Woche dann aber wieder in Frankfurt verloren. Jetzt kommen sie hier über Thielmann. Rex Bischai mit dem Ball auf die linke Seite in den Strafraum hinein. Horn aber im Abseits. Mavropanos fängt den Ball aber sowieso ab. Tor an Freiburg. Und der erste Treffer. Wir schauen zurück nach Freiburg. 1:0 für den Sportclub. Demirovic mit dem frühen Führungstreffer, 8 Minuten hier knapp gespielt, kann sich da drehen und Karius, der am letzten Wochenende die weiße Weste behalten konnte, muss hier schon hinter sich greifen, guckt er nur hinterher. Also 1:0 hier, wir schauen mal in Frankfurt vorbei. Da wären wir im Waldstadion, nennen wir es heute mal in der traditionellen Art und Weise, denn das ist hier ein Traditionsduell sowieso, aber eben auch Dritter gegen Erster. Es war bislang beeindruckend, was Frankfurt spielt, seit Wochen, seit mittlerweile schon Monaten, und dementsprechend, sie gehen nicht als Favorit hier rein, aber eigentlich mal auf Augenhöhe. Und da kann man sich ziemlich sicher sein, dass das hier eine enge Angelegenheit wird. Der FC Bayern München hat vor allem defensiv wieder eklatante Schwächen aufgewiesen gegen Arminia Bielefeld. Jetzt bekommen sie hier zumindest mal einen Freistoß aus halblinker Position zugesprochen. Das ist gar nicht so schlecht. Da könnte man was draus machen. Wir schauen kurz drauf und würden dann, wenn nichts geschieht, eine Station weitergeben. Lewandowski bringt den rein, Rode klärt und wir gehen. Wir sind in Gladbach. Das erste Mal hier nach einer knappen Viertelstunde. Borussia hat das Geschehen übernommen, ist ganz klar. Nach den Unruhen zuletzt, sowohl ergebnistechnisch als auch in der Trainerebene oder auf der Trainerebene, da möchte man heute einfach einen Dreier einfahren und ganz entspannt nach Hause fahren oder besser gesagt zu Hause bleiben. Denn die nächsten Wochen mit Champions League und Co., sie werden anstrengend, sie werden auslaugen. Dann noch DFB-Pokal. Die Personalie Rose ist aber zumindest jetzt abgehakt und das ist Barrero, der hier was draus machen muss. 0:0 hier, wir geben nach Köln. Wo der erste FC Köln gerade kommt mit Rafael Tschichos, der hier nach einem Eckstoß noch da vorne ist. Und Kobel muss eingreifen gegen Emanuel Dennis. Großchance für die Geißböcke, das hätte durchaus was sein können. Und der VfB Stuttgart ist hier gewarnt, dass der erste FC trotz
schlechter Tabellenposition, trotz Niederlage zuletzt in Frankfurt, nicht ganz ungefährlich ist. Auch wenn hier die ein oder andere Personalsorge besteht, Wolf beispielsweise ja verletzt oder angeschlagen ins Spiel gegangen gegen Frankfurt, hat sich da lange Zeit durchgebissen, aber die Kosten dafür, die müssen sie jetzt begleichen. Marius Wolf heute nicht dabei, muss man sich auch überlegen, inwiefern das dann Sinn macht, sich mit Medikamenten voll zu pumpen, wenn man dann in den kommenden Wochen fehlt. Und heute hätte Wolf hier sicherlich auch was reißen können, aber das wird dann eine zu ausführliche Debatte. Wir wollen hier Fußball schauen. Davon kommt vom VfB Stuttgart momentan relativ wenig und deswegen geben wir weiter. Schauen auf den Standort, der bislang das einzige Tor gebracht hat des Nachmittags. 4 Spiele, eben auch nicht unbedingt das Beste, was man sich in der Samstagskonferenz wünscht. 4 Spiele, ein Tor. Wir haben es hier früh gesehen, Demirovic hat es erzielt, jetzt über eine halbe Stunde schon gespielt. Das ist doch unter dem Strich schon wieder etwas enttäuschend. Aber die Bundesliga momentan spielt sowieso verrückt, was die Ergebnisse angeht. So viele Unentschieden, 3x0:0 letztes Wochenende. Davon sind wir hier auf jeden Fall verschont, aber in 3 Stadien steht es eben noch torlos. Wir hören die Schlagzahl und gucken in Frankfurt vorbei. Hier gibt es zumindest eine gute Freistoßmöglichkeit für Robert Lewandowski. 26 Meter Torentfernung und Lewandowski macht es nicht so schlecht. Die Bayern nähern sich hier ein bisschen an. Frankfurt aber vor allem defensiv sehr stabil. Dass Frankfurt nach vorne eine unglaubliche Durchschlagskraft erzeugen kann, das ist ja bekannt. Defensiv haben sie es auch richtig gut gemacht in den letzten Wochen. Aber ab und an rutschte da dann doch einer durch, gegen Schalke beispielsweise oder gegen die Hertha, wo man dann am Ende nichtsdestotrotz gewinnen konnte. Aber das darf man sich gegen die Bayern eher nicht erlauben. Und das machen sie dann halt aktuell auch ganz gut in der Verteidigung. Dadurch leidet allerdings ein wenig die Offensive von André Silva, Kamada und Co. vorne aktuell relativ wenig zu sehen. Der FC Bayern macht es aber tatsächlich auch in der Defensive besser. Das ist hier ein ganz anderer Auftritt, eine ganz andere Herangehensweise der Mannschaft von Hansi Flick, als wie wir das noch am Montagabend gegen Bielefeld gesehen haben. Aber das ist auch klar, da muss man heute mit Frankfurt ein bisschen Tor in Köln. Ein anderes Konzept an den Tag legen und wir schauen in Köln vorbei. Das 1:0 für die Gäste, es macht Erik Tommy. Der Mann mit der Nummer 11 von Endo und Sosa eingeleitet, dann quergelegt von Förster Timo Horn. Ja, der hört den Ball nur noch zischen. Das ist ein wuchtiger Abschluss. Ein Schuss wie ein Strich. Doch, kann man schon sagen, das war ein guter Treffer, sodass Timo Horn keine Möglichkeit mehr zur Reaktion hat. Und das ist kurz vor der Pause der zweite Treffer in der Konferenz und ein Nackenschlag für den ersten FC Köln. Die müssen jetzt hier mit dem Rückstand umgehen. Schauen wir mal, wie sie das machen. In Gladbach gehen wir dann gleich in die Halbzeit. Da läuft es nämlich auch noch. Ja, sogar noch ein, zwei Minütchen. Lazaro kommt heute wieder in der Startaufstellung. Lazaro zieht in den Strafraum ein, legt dann Loch lieber nochmal zurück. Neuhaus. Da ist man von Neuhaus auch ein bisschen was anderes gewohnt. Eigentlich traut er sich von da auch zu schießen, denn er hat eine überragende Schusstechnik. Hier hat man jetzt gesehen, bleibt er so ein bisschen stecken und dann klärt Mainz das Ganze. Und es geht mit dem 0:0 in die Pause und nicht viel los. Das ist jetzt hier plakativ für Lazaro mal dargestellt, aber das gilt eigentlich für fast alle. Gladbach die bessere Mannschaft, aber es fehlen eben noch die großen Möglichkeiten. Wir gucken jetzt kurz auf die Halbzeitergebnisse. So viel ist ja noch nicht passiert. Ja, so viel ist tatsächlich noch nicht passiert. 0:0 hier, 0:0 in Frankfurt gegen die Bayern, Freiburg 1:0 gegen Union und Köln 0:1 gegen Stuttgart. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht es jetzt weiter mit der zweiten Halbzeit und da fallen auch wieder ein paar Tore, versprochen. Zurück in der Konferenz, wir blicken auf
den Treffer in Freiburg, den Demirovic erzielt hatte. Sieht ein bisschen so aus wie der Treffer, der auch in Köln gefallen ist, wo der Keeper auf den beiden Beinen stehen bleibt und nur hinter sich schauen kann. Seit der 8. Minute hat dieser Treffer Bestand. Der erste FC Union Berlin nach wie vor so ein bisschen im Ergebnistief. Nichtsdestotrotz ist ja alles gut bei den Eisernen. Da wird man jetzt noch die letzten Punkte sammeln können. Aber hier würden sie dann zumindest gerne einen Punkt mitnehmen. Dafür brauchen sie eben aktuell einen Treffer. Aber Freiburg macht's gut. Und viel Platz für Santa Maria. Tolle Parade von Karius. Der hält hier seine Mannschaft im Spiel. Sehr gut gehalten. Erste große Chance hier. Ab nach Frankfurt. Hier in Frankfurt gingen die Möglichkeiten größtenteils bislang von den Gästen aus München aus. Aber auch die sind nicht gerade en masse zu verzeichnen. Frankfurt in der Defensive sehr gut und sie warten so ein bisschen auf den entscheidenden Moment, mal eine Lücke zu finden, aber dafür macht es Bayern aktuell auch, wie schon angesprochen, defensiv zu gut. Und Frankfurt will noch nicht das hundertprozentige Risiko gehen. Das ist jetzt mal Kamada, aber dann fehlt eben auch André Silva, der erst nachrückt. Der Ball von Younes auf Kostic ist an sich gar nicht verkehrt, wenn Kostic nicht deutlich im Abseits gestanden hätte. Da bleibt dann die Kette einfach stehen. Kostic läuft in die Falle, ist deutlich im Abseits. 0-0 weiterhin hier. Wann gibt es denn mal wieder Tore? In Köln vielleicht? Ja, in Köln haben wir zumindest mal einen Treffer gesehen, aber das ist auch nach wie vor etwas spärlich, wenn man sich das überlegt. Aber wir sind doch optimistisch, dass sich das hier noch ändern wird. Tommy, zumindest mal eine sehenswerte Seitenverlagerung zu Silas, aber auch das sehen wir hier, das geht nicht unbedingt mit allerhöchstem Tempo nach vorne. Köln ist dann wieder ganz gut sortiert. Silas mit dem Ball ins Aus, Einwurf für Köln, es gibt einen Wechsel. Ezebue geht, dafür kommt Max Meyer, interessant, Max Meyer, der ja auch eine umstrittene Personalie beim 1. FC Köln ist, jetzt bekommt er mal wieder seine Einsatzzeit. Aber ob das ein 100% glückliches Engagement ist, das lassen wir auch mal dahingestellt. Nochmal der VfB Stuttgart Mangala, der hier angeht. Lieber nochmal zurücklegt. Endo, Kalajdzic, aber der verliert den Ball und wir geben nach Gladbach. Und zumindest jetzt hier gerade mal eine Möglichkeit von Jonas Hofmann. Die sehen wir noch im Ansatz. Abgeschlossen von Saint-Just, der Fuß reingehalten. Ob der aufs Tor gegangen wäre, auch mal eine andere Frage. Aber zumindest gibt es eine Standardsituation, die möglicherweise für ein bisschen Torgefahr sorgen kann. Ansonsten ist das bislang noch sehr, sehr dürftig, auch hier von Borussia Mönchengladbach. Da besteht auch nicht das allergrößte Selbstvertrauen, denn woher soll es auch kommen? Ja, das 0:0 gegen den VfL Wolfsburg, das war sehr beeindruckend. Man hat sich da vorher mal die Defensive richtig gut verkaufen können, aber es fehlen einfach so ein bisschen die Punkte und sonst droht vielleicht sogar der Anschluss verloren zu gehen an die Champions League Plätze und am Ende wird es dann auch mit der Europa League möglicherweise eng, aber auch das sehen wir hier bei diesem Eckstoß, der nicht mal ansatzweise irgendeine Form der Gefahr erzeugen kann. Aber wir sind ja offen und glauben noch an das Gute. Und das ist die Qualität und die Stärke von Borussia Mönchengladbach. Mainz aber eben auch nicht mehr das Mainz von vor ein paar Wochen. Tor in Frankfurt. Und wir haben ein Tor in Frankfurt. Das 1:0 für die Gäste erzielt von Corentin Tolisso, der den FC Bayern München hier in Front bringt. Und Eintracht Frankfurt erstmal etwas konsterniert zurücklässt. Hasebe, der hier den Ball durchstecken will, aber Kimmich hält den Fuß rein, Tolisso bekommt dadurch viel Platz, kann sich drehen, macht es auch gut und erzielt den Führungstreffer für die Gäste, der von den Spielanteilen her auch schon in Ordnung geht, aber Frankfurt lässt sich hier sicherlich nicht unterkriegen und es ist noch genug Zeit, das Ganze hier zu drehen. Wir
Wir sind wieder in Freiburg und gucken währenddessen mal auf die Zwischenergebnisse. 3x1:0 und einmal 0:0. Es ist doch schon etwas bedauerlich. Aber Freiburg tut auch hier ganz gut was nach vorne. Union Berlin kommt relativ selten zur Entfaltung. Und das ist Günther mal. Von Grifo bedient, bekommt der linke Verteidiger da viel Platz. Aber der ist eher der Torvorlagengeber als der Torschütze. Dementsprechend sah Tor in Gladbach hier dann aus. Und wir haben ein Tor in Gladbach. Na, geht doch. 0:1. Das gibt es nicht. Der erste FSV geht in Führung durch Karim Onisivo und Borussia Mönchengladbach muss sich fragen, wie das überhaupt angehen kann. Es geht so an. Ein langer Ball, Onisivo allein auf weiter Flur. Klar, da sind noch ein paar Spieler drumherum, aber Leiner und Co. kommen einfach zu spät. Für Jan Sommer dann nichts mehr zu halten. 1:0 für die Gäste und Gladbach muss jetzt richtig, richtig zulegen. Gleiches gilt für den ersten FC Köln, aber da ist schwer durchkommen. Es kann zu Skiri. Und das ist Emanuel Dennis. Und das ist doch das 1:1. 73. Minute. Emanuel Dennis, der Neuzugang, der hier sticht. Und Köln zumindest mal wieder einen Punkt aktuell bescheren würde. Der VfB Stuttgart hat in den letzten Wochen vor allem auch immer wieder mit defensiven Problemen zu kämpfen. Gegen die Hertha hat es letzte Woche fast zu einem Sieg gereicht. Dann aber kam noch der junge Netz daher und erzielte das Ausgleichstor. Und so auch hier. Lange führten die Stuttgarter seit der etwa 40. Minute und jetzt knapp über eine Viertelstunde noch zu spielen, droht in Anführungszeichen der VfB wieder nur 1:1 zu spielen, aber auch dafür ist noch Zeit. Man muss aber auch Tor aufpassen, in Gladbach, dass Köln nicht hier das Ganze noch komplett dreht. Und Tor in Gladbach. Das 1:1 auch hier. Alassane Plea in der 75. Spielminute mit der perfekten Antwort auf den Rückstand von Onisivo, der wirklich nicht lange Bestand hatte. Und diese Flanke von Benzel Baini, die ist sensationell. Da steht die Verteidigung auch nicht perfekt, aber Plea setzt ihn dann ausreichend genug neben Zentner, der dann aus kurzer Distanz nicht mehr reagieren kann. Und Bell, ja, sieht leider ziemlich alt aus. Ab nochmal nach Frankfurt. Die Eintracht streckt sich jetzt nochmal und versucht hier auf Biegen und Brechen das 1:1 zu erzielen. Aber so richtig gefährlich wurden sie wirklich kaum. Wenn überhaupt mal, stattdessen jetzt die Möglichkeit zum 0:2. Und das wäre möglicherweise auch schon die Vorentscheidung. Das ist Musiala, der scheitert aber an Kevin Trapp. Gute Parade des Frankfurter Schlussmanns. Bringt den Bayern aber auch Zeit und die Bayern sind in der aktuellen Saison gar nicht dazu verpflichtet, ganz hoch zu gewinnen, spektakuläre Spiele abzureißen. Sie holen sich immer in der Regel die 3 Punkte und wenn nicht, dann ist es maximal ein Unentschieden. Hier sieht es momentan nach Sieg aus. Wir schauen nochmal nach Freiburg, wo es für Freiburg momentan nach Sieg aussieht. 10 Minuten vor dem Ende. Union Berlin ständig in der verteidigenden Rolle. Die kommen da hinten relativ selten raus. Und Santa Maria legt quer zu Petersen, der in der 82. Minute nach menschlichem Ermessen alles klar macht und den SC Freiburg zum Heimsieg schießt. Gut von Santa Maria vorgelegt. Petersen ersticht mal wieder und macht hier wohl alles klar.
Das bringt Freiburg aktuell zu 34 Punkten, einer ganz wichtigen Marke, und dann eben nur noch zwei Siege zur 40-Punkte-Marke. Das ist für den SC Freiburg nach 22 Spieltagen ein herausragendes Zwischenergebnis. Wir sind nochmal in Köln, im Rhein-Energie-Stadion, wo Max Meyer den Ball am Fuß hat. Und Köln, wenn sie es schneller spielen würden, eigentlich eine gute Möglichkeit bekommen könnte. Rex Bischai raus zu Horn. Wo bleibt da der Abschluss? Sich mal was trauen. Skiri nochmal quergelegt. Özkan, Meyer. Und nochmal zurück. Das sieht kompliziert aus und es ist auch kompliziert. Wo ist die Lücke? Jetzt mal vielleicht eine Einzelaktion. Nein, Anton krallt sich dann den Ball, dem wurde zu bunt. Kobel drischt den Ball lieber raus. Also das ist hier, ja, das 1:1 eigentlich folgerichtig. Auch wenn Köln momentan etwas dichter dran ist. Der VfB Stuttgart kann mit diesem 1:1 oder könnte mit diesem 1:1 sicherlich auch viel, viel besser leben. Aber auch Köln scheint damit zufrieden zu sein. Drexler kommt jetzt nochmal für die letzten Sekunden. Aber das ist hier eigentlich schon eine beschlossene Sache, dieses 1:1. Der VfB dann mit 27 Punkten, Köln zumindest mit 22. Und so ist es auch. 1:1 hier, das Endergebnis, das gerechte Resultat. Wir schauen nochmal in Frankfurt vorbei. Nachspielzeit ist eigentlich abgelaufen, es gibt aber nochmal Ecke für die Eintracht. Philipp Kostic hat da jetzt hier möglicherweise die goldene Flanke auf dem Fuß. Da kommt der Ball, aber Hernandez köpft ihn raus und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Frankfurt verliert mit 0:1 im Topspiel gegen die Bayern. Hat sich gut geschlagen, aber nach vorne einfach zu wenig gemacht. Und Tor in Gladbach! Der ärgert sich und wir haben nochmal ein Tor, ab nach Gladbach. Mbolo macht die Fohlen glücklich. In der letzten Minute der Nachspielzeit erzielt er das 2:1 und wir können es Sommer und seinen Mitspielern ansehen, wie groß diese Erleichterung ist nach diesen turbulenten Wochen. Mainz, das zuletzt sich einen Punkt noch rettete in allerletzter Minute gegen Leverkusen, gibt die Punkte hier auf den letzten Metern noch aus der Hand. Also den einen Punkt, den sie sich letzte Woche hart erarbeitet hatten, der ist hier jetzt flöten gegangen. In der 90. Minute, und das müsste eigentlich schon das Endergebnis sein. Mainz hat den Ball nochmal, aber die müssten den eigentlich nach vorne dreschen. Und das war's. Das war's. Gladbach gewinnt mit 2:1. Und da haben wir nochmal die Endergebnisse im Überblick. Ein paar Tore sind dann ja doch noch gefallen. Und vor allem Bayern nochmal mit einem ganz wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft. Frankfurt nimmt mal wieder einen Rückschlag hin. Auch das erstaunlich, aber das wird sie nicht aus der Bahn werfen. Vor allem nicht gegen die Bayern. Und Gladbach hier mit ganz wichtigen 3 Punkten, um an den europäischen Plätzen dran zu bleiben. Jetzt gibt es nochmal alle Tore in der kurzen Zusammenfassung und die restlichen Spiele. Also bleiben Sie am Ball. Null zu 1. Das gibt es nicht. Der erste FSV geht in Führung durch Karim Onisivo und Borussia Mönchengladbach muss sich fragen, wie das überhaupt angehen kann. Es geht so an. Ein langer Ball, Onisivo allein auf weiter Flur. Klar, da sind noch ein paar Spieler drumherum, aber Leiner und Co. kommen einfach zu spät. Für Jan Sommer dann nichts mehr zu halten. 1:0 für die Gäste und Gladbach muss das 1:1 auch hier. Alassane Plea in der 75. Spielminute mit der perfekten Antwort auf den Rückstand von Onisivo, der wirklich nicht lange Bestand hatte. Und diese Flanke von Benzel Baini, die ist sensationell. Da steht die Verteidigung auch nicht perfekt, aber Plea
setzt ihn dann ausreichend genug neben Zentner, der dann aus kurzer Distanz nicht mehr reagieren kann. Und Bell, ja, sieht leider... Brelembolo macht die Fohlen glücklich. In der letzten Minute der Nachspielzeit erzielt er das 2:1 und wir können es Sommer und seinen Mitspielern ansehen, wie groß diese Erleichterung ist nach diesen turbulenten Wochen. Mainz, das zuletzt sich einen Punkt noch rettete in allerletzter Minute gegen Leverkusen, gibt die Punkte hier auf den letzten Metern noch aus der Hand. 1:0 für den Sportclub. Demirovic mit dem frühen Führungstreffer. 8 Minuten hier knapp gespielt. Kann sich da drehen und Karius, der am letzten Wochenende die weiße Weste behalten konnte, muss hier schon hinter sich greifen. Guckt er nur hinterher. Also 1:0 hier, wo es für Freiburg momentan nach Sieg aussieht. 10 Minuten vor dem Ende. Union Berlin ständig in der verteidigenden Rolle. Die kommen da hinten relativ selten raus und Santa Maria legt quer zu Petersen, der in der 82. Minute nach menschlichem Ermessen alles klar macht und den SC Freiburg zum Heimsieg schießt. Gut von Santa Maria vorgelegt. Petersen ersticht mal wieder und macht hier wohl alles klar. Das 1:0 für die Gäste erzielt von Corentin Tolisso, der den FC Bayern München hier in Front bringt und Eintracht Frankfurt erstmal etwas konsterniert zurücklässt. Hasebe, der hier den Ball durchstecken will, aber Kimmich hält den Fuß rein. Tolisso bekommt dadurch viel Platz, kann sich drehen, macht es auch gut und erzielt den Führungstreffer für die Gäste, der von den Spielern. Das 1:0 für die Gäste, es macht Erik Tommy, der Mann mit der Nummer 11 von Endo und Sosa eingeleitet, dann quergelegt von Förster Timo Horn, ja, der hört den Ball nur noch zischen. Das ist ein wuchtiger Abschluss, ein Schuss wie ein Strich, doch kann man schon sagen, das war es kann zu Skiri und das ist Emanuel Dennis und das ist doch das 1:1. 73. Minute, Emanuel Dennis, der Neuzugang, der hier sticht und Köln zumindest mal wieder einen Punkt aktuell bescheren würde. Der VfB Stuttgart hat in den letzten Wochen vor allem auch immer wieder mit defensiven Problemen zu kämpfen. Gegen die Hertha hatte es letzte Woche das Derby am Samstagabend. Es hat doch so seine Vorgeschichten. Der FC Schalke 04 ist sich bewusst darüber, wie die Ausgangslage und die Tabellensituation sich darstellt, doch der BVB alles andere als in Form und sie können kontern mit Haaland und Jadon Sancho, der aber zurückgepfiffen wird, weil er etwas zu früh gestartet war. Da war der FC Schalke 04 doch ziemlich offen, wobei hier gegen den BVB eigentlich eine stabile defensive Grundlage ist, um etwas mitzunehmen. Brandt setzt sich da jetzt mal auf der rechten Seite durch. Außen fühlt er sich wohler und da geht der Ball auch ins Tor mit Erling Haaland als Torschützen in der 21. Spielminute. Dieser Lupfer von Brandt von Fährmann, fast noch pariert er es da dran, aber von seiner Hand prallt der Ball auf den Boden und überschreitet dann die Linie. Das verdiente 1:0 für die Gäste und Dortmund blieb dran. Reiner zu Emre Can, weit aufgerückt und 0:2. Nach 28 Minuten erzielte Emre Can hier die Vorentscheidung. Das war für den FC Schalke jetzt zu viel und zu schnell. Sie wirkten teilweise fast konfus in der Defensive. Zumindest das hatten sie ja eigentlich immer mal wieder
stabilisieren können unter Groß, aber in der 37. Minute dann sogar das 0:3 Dahoud da freigespielt. Und ist das schon so ein Stück weit die Aufgabe bei den Königsblauen? Die mussten jetzt aufpassen, hier nicht komplett unter die Räder zu geraten, und es sah nicht gut aus. Ehrenwert der Versuch nach vorne zu spielen, aber das war defensiv dann einfach wirklich eine Katastrophe. 0:4 Giovanni Reyna in der 53. Spielminute. Brandt, der das Auge behält, gut macht er das. Schalke eigentlich in Gleichzahl und trotzdem steht da Reyna so frei. Knappe Stunde von der Uhr, der FC Schalke 04 eigentlich nur noch auf Schadensbegrenzung aus. Ja, sie haben einen 4:0 Rückstand auch schon mal umgebogen, das sogar auswärts, aber das waren ganz, ganz andere Schalker Zeiten. Und hier ist es dann mal ein Abschlussversuch von Matthew Hoppe, der es probiert, aber mehr als ein zaghafter Versuch in Richtung des Tores, nicht auf das Tor, den übersteigt es nicht. Stattdessen nochmal der BVB, 68. Minute, das 0:5, Jadon Sancho, und die jubelten schon gar nicht mehr richtig. Das ist ein Derby, das muss man sich mal vorstellen, und da gibt es so ein Ergebnis. Klar war die Erleichterung beim BVB groß, aber es war doch einfacher sicherlich am Ende, als sie es gedacht hätten. Schalke nach dem 0:2 ohne Gegenwehr, und so geht dieses 5:0 auch in der Höhe komplett in Ordnung. Am Sonntagmittag trafen der FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen aufeinander. Bei Augsburg müssen langsam auch mal wieder Punkte eintreffen. Bayer Leverkusen zuletzt auch nicht im Überfliegermodus, aber hier dann hellwach von Beginn an. Patrick Schick mit dem 1:0 in der 8. Spielminute, das 2:2 des Gastes hier gegen Mainz am letzten Wochenende. Das wurmte die Mannschaft von Peter Boss ganz sicher, und das wollten sie hier unbedingt wieder gut machen. Die Fuggerstädter, sie hatten ihre Probleme, vor allem mit Patrick Schick, der in der 25. Minute dann bereits das 0:2 erzielen konnte. Nimmt den Ball an, dreht sich, schließt ab in die kurze Ecke. 0:2, das war schon deutlich. Und es kam noch schlimmer. Bailey, Patrick Schick. Der Tag des Patrick Schick. 39. Minute, 0:3. Ein lupenreiner Hattrick für den Stürmer, der jetzt Alario wieder verdrängte und auflaufen durfte. Vollkommen zu Recht. Er bestätigte hier seine Startelf-Nominierung. Der zweite Durchgang wurde dann etwas sanfter angegangen. Bayer 04 Leverkusen hielt sich tatsächlich zurück. Da sind ja auch die Europa-League-Wochen aktuell am Laufen. Und da möchten sie natürlich auch Kräfte sparen. Und das konnten sie hier gegen den FC Augsburg, der trotz des Gangrunternehmens von Bayer 04 Leverkusen nicht richtig in Erscheinung treten konnte. Nach vorne kam da quasi nichts. Zuletzt auch ja nur durch einen Elfmeter erfolgreich gewesen gegen RB Leipzig. Und man merkte einfach, dass die Mannschaft von Heiko Herrlich keinen Lauf hat. Schick nochmal zu Bailey. Suchi hält den Fuß rein in der 88. Minute. Und dann blieb es am Ende beim 13:0, das noch human klingt. Aber es war schon eine sehr, sehr eindeutige Geschichte. Nach 45 Minuten war dieses Spiel hier entschieden. Es endet mit 0:3. Der FC Augsburg muss wirklich die Augen ganz groß machen und nach unten schauen. Die Hertha holte sich zumindest unter Pal Dardai jetzt mal den ersten Punkt ein. 1:1 beim VfB aus Stuttgart. Nun kommt Leipzig ins Olympiastadion. Die Leipziger mit Wut im Bauch nach dieser Pleite gegen den FC Liverpool. Diese vermeidbare Pleite. Hier die erste Möglichkeit durch Gendouzi per Freistoß in der 6. Spielminute. Der kann aber ohne große Probleme von Gulaschi gehalten werden. Aber zumindest mal eine Annäherung der Hertha. RB Leipzig aber dann auch bemüht, nach vorne zu spielen. Sörloth in der Startaufstellung, der bislang nicht in Leipzig glücklich werden konnte, mit Treffern sich aber da
anarbeiten kann. Mit links schließt er da ab ins kurze Eck. Für Jahrstein ist da relativ wenig zu machen. Die Hertha probiert es aber und spielte wirklich nicht schlecht. Khedira mit dem Superball zu Toussaint, der da fast sogar etwas überhastet abschließt. Macht er trotzdem was Gutes draus. Schöne Direktabnahme. Die Hertha war hier durchaus im Spiel. Das konnte man ihnen nicht absprechen, aber sie standen eben seit der 19. Minute mit 0:1 in der Kreide und hatten jetzt die Hypothek erstmal zu begleichen. Denn ein Punkt wird auf Dauer auch die Hertha nicht glücklich machen und auch da unten nicht rausretten. Gegen RB Leipzig ist das leichter gesagt als getan, aber die Chancen waren da. Kunja, der braucht viel zu lange, um abzuschließen. Dann Konfusion, Orban klärt das Ganze. Aber wie viel Platz Kunja hier bekommt, der Ex-Leipziger, dann braucht er aber zu lange, um da abzuschließen. Und dann wird die Szene bereinigt. Bisschen Konfusion da erst im 5-Meter-Raum. Dann wird das Ganze aber doch relativ souverän geklärt. Knappe Viertelstunde noch zu spielen hier am Sonntagnachmittag. Mukiele, Leimer, Paulsen, 0:2. Leipzig war auch ziemlich kalt im Abschluss. Das kann man ihnen auf jeden Fall zusprechen. Das machten sie deutlich besser als gegen Liverpool. Da hatten sie Chancen über Chancen, aber konnten nicht einen Treffer erzielen. Die Hertha, ja, sie fielen nicht auseinander, aber man merkte, wie viel sie investiert hatten, ohne jeglichen Ertrag. Und in der 84. Minute dann Amadou Haidara sogar mit dem 0:3. Ein richtiger Nackenschlag für die Hauptstadtelf. Das Endergebnis lautet 0:3 und lässt Pal Dardai mit den Händen über dem Kopf verzweifeln. Zum Abschluss des 22. Spieltags trafen Hoffenheim und Werder Bremen aufeinander. Werder Bremen in den weißen Trikots hatte hier eigentlich nicht viel zu verlieren. Die sind momentan mit jedem Punkt zufrieden, den sie bekommen. Aber wenn man sie so lässt, dann schießen sie auch mal das ein oder andere Tor. Sargent hat da alle Freiheiten dieser Welt und lässt Baumann keine Reaktionsmöglichkeit. Hoffenheim spielt vor allem in der Defensive komplett verrückt. Sargent wieder mit viel Platz. Aber Oliver Baumann hat etwas dagegen und muss da seine Vordermänner erstmal wach machen. Das gibt es ja gar nicht. Normalerweise muss Sargent hier das 0:2 erzielen und dann wird es für Hoffenheim schon ganz schwer zurückzukehren. Knapp über eine halbe Stunde gespielt. Und wieder Werder. Die brannten hier ein Feuerwerk ab. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Hatte man seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Rashica gehalten von Baumann, vor die Füße abgewehrt von Sargent. Und der macht dann das überfällige 0:2. Jetzt bekommt er den Ball perfekt serviert und muss ihn dann nur noch über die leere Torlinie rüberdrücken. Macht er auch und bringt Hoffenheim in Erklärungsnot. Da läuft es mehr als holprig in dieser Saison. Alles andere als zufriedenstellend. Aber nach vorne, da erzeugen sie was. Und zwar dieses Tor durch Christoph Baumgartner. 41. Minute, die Hoffnung zurückgekehrt. Noch vor dem Seitenwechsel ja auch gegen den BVB. Zwei Treffer kassiert, bislang nur einen erzielt. Werder Bremen also noch in Führung. Aber die machten eigentlich zu wenig aus ihrer spielerischen Überlegenheit, sodass Hoffenheim nach wie vor überhaupt erst im Spiel noch drin war. Und sie kamen mit Sebastian Rudi und mit Christoph Baumgartner. 2:2 in der 64. Minute, der Ausgleichstreffer. So schnell geht das dann eben, wenn man nur mit zwei Treffern in Front liegt und dann vor dem Halbzeitpfiff noch einen kassiert. Jetzt war es ein offener Schlagabtausch. Bremen wollte nicht komplett zusammenfallen und zumindest mit einem Punkt hier aus Sinsheim zurückkehren. Aber dann gab es nochmal die Chance für Theodor Gebrselassie. Und was für eine super Parade von Oliver Baumann in der 79. Minute. Hält hier zumindest das 2:2 fest, ist dann am Ende des Tages auch das verdiente Resultat. Hoffenheim und Bremen in einem tollen Spiel. Schlagen sie sich beide gut, erzielen jeweils zwei Treffer und gehen mit einem Punkt aus dem Spieltag. Jo, das soll es dann auch wieder gewesen sein mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen.
Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und ja, ich würde sagen, adios.